bin Manuela Brüderli. Ich engagiere mich ehrenamtlich für die Tierschutzorganisation NetApp. Wir kastrieren heute hier in Lissach Hunde und Katzen. Wir haben immer wieder mal so grosse Kastrationseinsätze. Für uns liegt das Wohl an den Katzen sehr am Herzen und darum machen wir immer so Kastrationseinsätze. Wir können heute eben, wie gesagt, 100 Stück kastrieren. Das sind 100 Leben, die man retten kann, weil durch Kastration können wir sehr viel Leid, Krankheiten, Verletzungen verhindern. Das ist immer abhängig von der Katze und vom Fall, wie hoch der Zeitaufwand ist und auch gerade wie viele Fälle dass wir auch gerade aktiv haben. Es gibt Wochen, da bin ich jeden Tag am Morgen zum Tierarzt fahren, zu oben holen, je nachdem wieder freilassen, einfangen. Also es ist unterschiedlich. Mich treibt an, dass ich einfach so viel Leben durch das retten kann. Und ich war schon immer ein grosser Tierfreund, schon als Kind mit Katzen aufgewachsen, früh angefangen zu reiten und das Wohl der Tiere liegt mir sehr am Herzen. Und wenn man dann wieder so viel Gutes machen konnte für die Büsis, gibt das einem wieder Kraft, weiterzumachen. Bei der Balwas bin ich im lernenden Team. Ich bin Ausbildnerin und zuständig für die Ausbildung im Einzelleben. Also ich muss sagen, ich habe hier ein sehr tolerantes Team und eine tolerante Chefin, die mich unterstützen in dem, was ich mache. Das ist auch immer sehr wichtig, weil es gibt halt schon Momente, wo ich dann vielleicht nicht pünktlich im Geschäft bin, weil ich noch zum Tierarzt fahren muss oder wo ich muss einmal früher gehen muss. Und mein Team unterstützt mich hier extrem. Ich kann sehr viel aus dem Beruf für meine freiwillige Arbeit mitnehmen und gleichzeitig ist es auch immer wieder schön, wenn ich den Lernenden erzählen kann, was ich mache und ihnen vielleicht auch ein bisschen diesen Teil noch mit auf den Weg geben können. Dass man vielleicht nicht nur auf sein Persönliches schaut, sondern auch noch schaut, hey, was kann ich unserer Welt oder so zurückgeben kann.